Ja, in unserer Heimat finden gerade die inoffiziellen Weltmeisterschaften im Bodenturnen statt. Ja, aufgrund des heutigen Zustands unserer Heimat rotieren unsere Großeltern bereits seit Monaten in ihren Grabstätten auf unseren Friedhöfen. Und während sich unsere gescheiterten Existenzen immer weitere Gehälter selbst erhöhen und dieses Land schamlos ausplündern, sitzt der Michel gemütlich daheim, hypnotisierter Ferndiagnose von unserer überaus unabhängigen Medien. Mittlerweile hat die Leidensfähigkeit des Südtiroler Volkes den Gipfel des Mount Everest erreicht. Und da es jetzt einer 104-jährigen Südtirolerin ihr letzter Lebenstraum vom österreichischen Pass nicht erfüllt wird, war eigentlich zu erwarten. Immerhin muss man immer noch versuchen, die Geschichte und die Wahrheit zu verdrängen. Aber dafür verlangen linksgrüne Gutmenschen eine Moschee für Südtirol. Aber da war eigentlich die Lösung relativ einfach, weil statistisch gesehen neigen Menschen, die kein Schweinefleisch essen, öfters dazu, im Gefängnis zu landen. In Südtirol zum Beispiel sitzen 70% von den Messerschleifer, Hobbygynäkologen und Schneekanonenvertretern in der Dantestraße ein. Also, im Gefängnis eine Kuppel drüber, ein paar Perserteppich eine und auf Nacht schreit der Felix an, Akala, ich weiß nicht genau, wie das heißt, und das wäre doch eine zufriedenstellende Lösung für uns alle. Und ich bin mittlerweile der Meinung, also wenn wir die Empfehlungsempfänger im Jahr 1809 gehabt hätten, dann hat man heute alle Französisch reden. Leid befürchte ja, wenn es so weitergeht, dass unsere Urenkel dann Arabisch reden werden. Und vor allem nicht, muss ich jetzt daheim Gedanken machen, was ist das eigentlich, ein Rassist oder ein Rechtspopulist? Keines von beiden. Realist. Aber so einer der ganz, ganz üblen Sorte. Zurücklehnen und genießen und damisch bleiben. Aber lieb. Habe die Ehre.